Jetzt wollen wir uns anschauen, wie wir in Procreate mit Farben arbeiten können. Zunächst gucken wir uns kurz das Color Picker Tool an. Wenn du es nicht anders eingestellt hast, dann wird, wenn du auf dieses kleine abgerundete Rechteck hier unten tippst, dieses Color Picker Tool hier im Bild angezeigt. Und zwar ist es ein Kreis mit einem kleinen Fadenkreuz in der Mitte, mit dem du über das Bild fährst. Und sobald du auf dem Bild bist, wird dir im oberen Halbkreis angezeigt, welche Farbe du gerade gewählt hast. Und im unteren Halbkreis wird dir angezeigt, welche Farbe vorher gewählt war. Das heißt, es hilft dir beim Vergleich der beiden Farben, vorher und nachher. Und du wirst jetzt auch oben rechts sehen, wenn ich loslasse, das tue ich jetzt, dass sich der kleine Kreis oben rechts zu einem Lila ändert. Das heißt, ich habe jetzt Lila gewählt und wenn ich male, dann wird das auch in diesem Lila passieren. Wenn ich zurück möchte zur vorher ausgewählten Farbe, dann reicht es, wenn ich länger auf das Lila oben rechts drauf halte. Dann wird die vorherige Farbe ausgewählt. Das ist eine sehr gute Methode, schnell zur vorherigen Farbe zurückzukommen, ohne sie jedes Mal neu irgendwo auswählen zu müssen. Wenn du auf diesen Farbkreis ganz rechts normal drauf tippst, dann öffnet sich das Farbmenü. Hier hast du mehrere Möglichkeiten, mit deinen Farben zu arbeiten, also sie auszuwählen und auch sie zu organisieren. Zuerst einmal siehst du diesen Ring. Am äußeren Rand des Ringes kannst du den Farbton auswählen. Du kannst also schon grob bestimmen, um welche Farbe es sich handelt, die du haben möchtest. Im inneren Kreis kannst du nun ganz genau die Farbe auswählen, die du brauchst. Und wieder wird dir oben rechts angezeigt, welche Farbe du aktuell gewählt hast und links davon, welche Farbe vorher gewählt war. Du kannst jetzt also oben links in die helleren Bereiche, hier rechts in die gesättigten Bereiche und nach unten wird es immer dunkler. Wenn du noch genauer sehen willst, welche Farbe du auswählst, dann kannst du diesen inneren Kreis auch mit zwei Fingern aufziehen. Und jetzt hast du das Ganze nochmal größer und kannst dich ganz auf deine Farbauswahl konzentrieren. Mit zwei Fingern wieder zusammenziehen bringt dich zurück zur ursprünglichen Darstellung. Wenn du jetzt auf Klassik gehst, dann bekommst du eine andere Art angezeigt, deine Farben auszuwählen. Und zwar hast du hier ein Quadrat, wo du ganz links die am wenigsten gesättigten Werte bekommst und ganz rechts die am meisten gesättigten Werte. Dieses Orange ist also umso mehr gesättigt, je weiter du nach rechts fährst. Je weiter du nach links fährst, umso weniger gesättigt ist es. Und du siehst auch hier unten, dass du die Sättigung an dem Regler einstellen kannst. Adäquat verschiebt sich oben der kleine Auswahlpunkt. Je weiter du nach unten fährst, desto dunkler wird dein Wert. Deine Farbe wird also dunkler, je weiter du dich unten befindest oder je weiter du diesen Regler hier nach links schiebst. Und mit dem oberen Regler kannst du einen anderen Farbton auswählen. Du kannst die Farben auch speichern. Unten habe ich jetzt gerade eine Sammlung von Farben. Sie heißt Comic und ist als Standard gesetzt, deswegen taucht sie hier auf. Wenn ich einfach einmal auf ein leeres Farbfeld drauf tippe, dann wird diese Farbe gespeichert. Wenn ich auf ein Farbfeld tippe, wo bereits eine Farbe gespeichert ist, dann wird diese Farbe geladen. Und wenn ich eine Farbe löschen möchte, dann muss ich etwas länger draufbleiben mit meinem Stift oder meinem Finger und dann kann ich die Farbe löschen. Wenn ich jetzt Setzen tippen würde, dann würde dieses aktuell ausgewählte Orange auf dieses Farbfeld gesetzt und das Grün überschrieben werden. Dann gibt es noch die Möglichkeit, die Farbe per Wert anzugeben. Hier gibt es zwar auch wieder Regler, aber du kannst auch die genauen Farbwerte, zum Beispiel den hexadezimalen Wert, wie er in der HTML-Notation verwendet wird, eingeben. Du kannst den RGB-Wert eingeben oder auch Farbton, Sättigung und Helligkeit in Prozent. Aber wahrscheinlich wirst du deinen Wert meistens einfach nur wählen. Entweder aus dem Bild mit dem Color Picker oder mit Hilfe eines dieser beiden Menüs. Wenn du dir die Paletten anschauen möchtest, die du dir natürlich auch selbst erstellen kannst oder aus dem Internet laden kannst, dann kannst du unten ganz rechts auf Paletten gehen. Hier kannst du die Paletten auch organisieren, indem du länger drauf tippst und sie dann verschiebst. Du kannst sie speichern, indem du nach links wischst. Hier heißt es wieder Teilen. Wenn du hier auf Teilen tippst, kannst du die gesamte Palette mit all ihren Farben speichern, in deine Dropbox hochladen oder per E-Mail verschicken. So, und das ist alles, was es zum Thema Farbmanagement zu wissen gibt.